So, das sind wir wieder. Entschuldigung für das abrupte Ende der letzten Folge. Aber mein Hund ist unpässlich und musste nach draußen. Wurde mir soeben gesagt. Und da es mitten in der Nacht ist, muss ich gehen. Ja, gut. Da sind wir wieder. Auf jeden Fall. Und ich habe vor, hier eine zweite Pumpe auf jeden Fall mal zu installieren im Lava. Im Nether. Denn ich glaube, mit einer zweiten Pumpe läuft das doch ein bisschen besser. Deswegen bauen wir jetzt einfach mal eine zweite Pumpe. Und dazu brauchen wir erstmal einen Minenbohrer. Ups. Das. 6 Eisen, Eisenspitzhacke, Eisenzahnrad. Okay. Kriegen wir hin. Und dann müllen wir mal das Inventory aus. Oder dann bauen wir... Nee, dann farmen wir weiter Eisen. Genau. Hier haben wir ein Eisenerz. Wir müssen unbedingt weiter Eisen sammeln. Zack, Nether Gold. Okay. Zack, zack. Da brauchen wir eins. Zack. Für unseren für unser ME-System brauchen wir noch ein paar Teile. So. Rohre haben wir auch. Okay, dann gehen wir noch mal kurz runter in die Nähte. Yay. Und dann feuern wir oben die Quarry auf jeden Fall wieder an. Denn ich glaube, Energie gibt das gerade aktuell genügend. Die Bridge zumindest, die was wir unten haben. Ich meine, die gibt jetzt kontinuierlich, produziert der jetzt auch Energie. Ja? Es wird ein bisschen was zwischengespeichert in einen Tank. Eigentlich dürfte da nichts schief gehen. Eigentlich. Noch alles heil? Ich denke mal. Läuft aber keine Lava. Doch. Nein. Boah, Glück gehabt. So. Uns das mal kurz an, ob der auch läuft. Pumpt der auch? Ja, er pumpt. Und wie er pumpt. Jetzt gucken wir uns das doch mal alles an hier. Der ist auf jeden Fall voll. Ich glaube, er gibt auch nicht wirklich Energie weiter. Also ich glaube, da kann ich noch ein paar dranhängen an diese Leitung. Na? Der voll? Hier sieht sehr seltsam aus.
machen wir das anders, pass auf. Das kappen wir. So. Das kappen wir. Das machen wir so. Na, da guck an. Das läuft doch jetzt besser, oder? Der ist randvoll, das ist voll, das ist alles voll, der ist komplett voll. Ja, das läuft doch. Jetzt muss dementsprechend, schauen wir mal, wie schnell das drüben ist. Also, an dem hier kann es nicht mehr liegen. Hier ist alles randvoll gefüllt. Jetzt muss der andere nur noch schnell rüberpumpen eigentlich. Gucken wir uns das mal an. So. Und hopp, die hopp, die hopp, Sasa. Guten Energietrink. So. Energie. Der ist randvoll. Oh mein Gott, Leute. Lol, ich habe das Ding hier ja weggemacht. Ich Affenkind. Stimmt ja. Weiß aber nicht mehr warum. So. Bitte. Aber der wird tatsächlich leerer. Da wird einer nicht reichen. Auf Dauer. Auf Dauer gesehen brauchen wir hier einen weiteren. Aber wir haben jetzt Lava aus Nether exportiert in unsere Fabrik. Yeah! Was dann dementsprechend so viel heißt, dass wir einmal das Inventar erstmal wieder ein bisschen aufräumen. So. So, die ganzen Fertigen kommen hier jetzt mal mit rein. So. Lol, da kommt Golderz raus, okay. So. Silver. So, dann schmelzen wir das. Dann haben wir einmal dabei. Nein, gerade nicht. Du kommst mal hier mit rein. Da kommt das darüber. Zack, zack. Da sind die Eimer. Hol ich mir mal zwei. Dass das da oben wieder läuft. So.
knapp. Ich könnte jetzt mal. Ich mache da jetzt mal das Wasser aus, okay? Und ich gucke da jetzt mal einmal runter. Einfach mal nur um zu checken, wie tief das eigentlich ist. Das ist das Wasser. Mal, dass da nicht noch mal Wasser ist. Weil mit dem blöden Wasser sehe ich halt nicht, ob er schon am Bedrock ist oder nicht, oder ob ich ihn versetzen muss. Es ist auf jeden Fall tief. Okay. Sehr gut. So, wir brennen weiter Erze. Oder besser, ich möchte ja hier gern wieder mit Cleanstone arbeiten. Will ich das? Im Grunde ja. Deswegen kann ich dich mal raus. Nimm mir hier mal ein Stack Steine. Pack hier mal ein Stack Steine rein. Jetzt, da wir ja Lava haben. Hopp. So. Oh Gottchen. Ach. Inventarmäßig ist es halt schlimm gerade. Das dauert mir hier viel zu lang. Warum dauert das so lang? Gibt es da irgendeine andere Methode? Ah, sehen wir dann. Ich möchte übrigens die Decke auch noch mal eins höher machen, und zwar 5 hoch. Also noch mal eins höher. So, das behalten wir mal im Auge. Und hier werde ich alles noch mal ein bisschen nach hinten versetzen. Boden lassen wir übrigens. Kabel. Also der Boden wird aus Cobblestone. Nur die Wände nicht. Nur die Wände werden nicht aus Kabel. Und zwar werden die komplett aus Schönstein. Denn Ziegel. Boah, Moment. Okay. Ich kann das da unten durchschalten. Passt auf.
Die kann ich nicht verwandeln. Schade. Na gut, dann hat sich das erledigt. Kommst du hier wieder rein? Oder soll ich doch lieber die... ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall kommen dann auch wieder Deckenlampen hin. Da gucken wir jetzt mal ganz kurz. Lampe. Und zwar eine stinknormale White Lamp. Da brauchen wir White Luma und da brauchen wir Glowstone und Knochenmehl. Alles klar. Da haben wir Probleme bekommen mit Knochenmehl. So, bist du irgendwie... Ich hab da immer ein paar Probleme. Du wirst nicht voller. Ziemlich... Oh Gott. So, machen wir ein paar Lieder weiter. Auf jeden Fall beende ich hier jetzt erstmal die Folge. Und dann gucke ich mal, warum wird das nicht voll? Warum funktioniert das nicht wirklich aus dem Nähter raus? Das guckt man dann gleich mal. Also Leute, bis dahin. Tschüss.